Willkommen zurück, da sind wir wieder bei Mass Effect Andromeda und wir wollen uns wieder auf den Weg machen, ferne Galaxien zu ergründen. Geheimnisse. Irgendwann muss ich auch mal eines erkunden. Ja, natürlich, komm doch einfach mit. Vor, wie es wäre, durch eines hindurchzufliegen, das wäre eine echte Herausforderung. Callow, du bist etwas seltsam, aber okay, wenn du das möchtest, dann probier das doch mal gern aus, aber nicht mit diesem Schiff. So, wir wollen uns diesmal wieder in ein bisschen Action stürzen. Wir wollen weg von der Nexus. Und das machen wir auch sofort. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Auf jeden Fall nicht zur Andockbucht. So, wie komme ich denn jetzt hier weg? Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. T beenden, ist das? Galaxiekarte. Nein, Galaxiekarte beenden, das will ich nicht. Irgendwie ist die Steuerung so etwas unintuitiv. Das war irgendwie früher anders, habe ich das Gefühl, oder? Rechtsklick? Nein? Ich habe keine Ahnung, wie ich von hier... Ich will nicht zur Andockbucht, Leute. Wie komme ich denn raus in die normale Karte? Systemansicht, so heißt es. Ach, Leertaste. Anomalie auf den Sensoren. Ja, ja, das ist doch was Schönes. Anomalien. So, das wollen wir natürlich auch mal machen, die ganzen Gegenden erkunden. Ich würde sagen, das machen wir direkt mal mit den ersten Systemen. Wir schauen es uns jetzt erstmal so komplett an, wie das Ganze sich so gestaltet. Und dann werde ich, glaube ich, einfach mal ein paar Systeme durchfegen und euch dann immer dazuschalten, wenn es irgendwas gibt. Ich glaube, das ist vermutlich die beste Variante. Hatte ich, glaube ich, damals bei Mass Effect 1 auch so gemacht. So, also los. Auf nach Feijin. Ich würde sagen, wir überspringen das mal. Okay. Anomalie geortet. Das ist sehr schön. So, dann aktivieren wir nochmal den Scanner. Das sieht irgendwie nicht so gut aus hier auf dem Planeten, muss ich mal so feststellen. So, wo haben wir denn die Anomalie? Da. Sonde unterwegs. Zack. Sonde hin. Anomalie gefunden. Aktiver Vulkan. Aktive Vulkanstätte, Profil, Schildvulkan mit aktiver, effusiver Eruption, Lavazusammensetzung, Basaltfluss mit unbekannten Materialien. Sehr schön. Ist vor kurzem ausgebrochen aufgrund der ungewöhnlich hohen Schwerkraft auf Feijin, 3,2 G, ist der Lavafluss räumlich begrenzt. Seine Untersuchung könnte wertvolle Erkenntnisse liefern. Okay. Kann ich denn jetzt in irgendeiner Art und Weise dahin? Was habe ich jetzt getan? Ich glaube, ich habe es noch irgendwie weiter untersucht, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Okay. Wir nehmen das einfach mal so mit. Es gibt also... Jetzt gibt es auch nichts anderes mehr hier, wie es aussieht. Es gibt also Erfahrungspunkte, wenn wir das Ganze... Ja, ergründen. Ich würde sagen, wir machen das System noch fertig, einfach nur so der Vollständigkeit halber. Damit wir uns das Ganze mal für ein System angeschaut haben und dann kann ich den Rest auch alleine machen. Es sei denn, es kommt natürlich ein bisschen was Besondereres. Ist das ein Wort? Besonderer? Klingt irgendwie seltsam. Na gut, schauen wir mal. Hier gibt es mehrere, oder wie darf ich diese roten Signale am Rand deuten? Ich habe keine Ahnung. Also da sind ja rote Signale am Rand, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die zu deuten habe. War da gerade was? Hallo? Nein? Nix? Ich bin etwas verwirrt, muss ich zugeben. Gibt es denn hier was auf dem Planeten? Ach, ich komme einfach bloß von der Taste runter, das ist alles. Was bedeuten denn diese roten Striche? Keine Ahnung. Okay, vielleicht ist auch tatsächlich nicht auf jedem Planeten was. Kann ja auch sein. So. Überspringen wir den ganzen Spaß wieder. Und dann schauen wir mal, ob es hier was gibt. Anomalie auf den Sensoren. Aha, siehst du mal. Es ist also nicht auf jedem Planeten was. Wäre ja auch seltsam. Halt, nehmen wir das doch hier. Schicke Sonde aus. Orte die Überreste eines Schiffes. Oho, Raumschiffwrack. Schiffs-ID Nexus 4623. Schiffsname Kayatit. Anzahl der Crew 5. Status als vermisst gemeldet, mutmaßlich verschollen. Die Kayatit treibt schwer beschädigt durchs All, kann aber geborgen werden. Das klingt doch sehr schön, das machen wir doch mal. Nexus-Besatzung.
Okay, das gab jetzt ordentlich was an Tech, wie es aussah. Hat es denn auch jemand überlebt oder nicht so sehr? Ich weiß es nicht, aber scheint auch nicht so sehr von Bedeutung zu sein. Du empfängst etwas. Das bedeutet? Keine Ahnung, wir gehen weiter nach Marwan. Ach, wie süß. Achso, wir haben doch nicht den Mond, sondern tatsächlich den Planeten drumherum. Marwan, Wasserstoff und Methan, ein Gasriese, okay. Ja, hier gibt es aber nichts für uns. Dann würde ich sagen, haben wir das System soweit abgearbeitet? Anomalie geortet. Wobei, nee. Fortschritt 83%. Müssen wir die Nexus jetzt auch noch untersuchen? Das wäre jetzt die Frage. Aber sieht ja bald danach aus, oder? Weil hier unten ist ja jetzt nichts mehr. Genau, das ist die äußerste Umlaufbahn. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, wir müssen eigentlich alle haben. Cool, dann gehen wir mal zur Nexus und schauen mal, ob es da nicht vielleicht noch irgendwas gibt, was wir analysieren können mit unseren Sonden. So, Suvi, was empfängst du denn? Etwas, das wir uns hier anschauen können, oder? Nee? Ich weiß halt auch nicht, was sie mir jetzt mit dem Ausrufezeichen sagen möchte. Ich will jetzt eigentlich nicht zur Andockbucht zurückkehren, um dann irgendwelche Missionen zu machen. Also, wenn es das ist, was du jetzt von mir willst, dann nee, nicht unbedingt. Sieht aber ganz danach aus, wa? Okay, dann gehen wir mal raus aus dem System. Anomalie auf den Sensoren. Was denn für eine Anomalie? Ich sehe keine. Ich habe außerdem alle Planeten schon untersucht. Kann ich auch hier den Scanner anwerfen? Okay. Ah, was? Außerhalb des Systems? Okay. Schicke Sonde aus. Das geht also auch. Oho. E-Zero, das finde ich gut. Schauen wir doch mal, was wir da genau haben. Ein ungewöhnlich großes Vorkommen von Element Zero. Dies scheint eine Primärquelle zu sein, die durch Raumzeitverzerrungen in der Geißel aufgebrochen wurde. Das klingt sehr schön. Nehmen wir gerne an uns 30 Einheiten E-Zero. Und jetzt haben wir auch 100% in dem System. Okay. So will ich das sehen. Ja, es geht ja eigentlich doch relativ schnell und so viele Systeme haben wir nicht. Ich würde sagen, dann können wir das auch ganz fix hier machen einfach, oder? Gehen wir erstmal kurz in das EOS-System. Also das System von EOS, das hieß ja jetzt irgendwie anders. Die Namen merkt sich doch sowieso kein Schwein. Das Pythias-System, Heimat von EOS und Prodromos. Pythias, ja. Pythias würde ich eher sagen, aber gut. Schauen wir uns doch hier mal um. So, also EOS müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht anschauen. Fangen wir doch mal hier an mit Konsu. Überspringen wir den Spaß mal wieder. Das könnte man eigentlich, es wäre schön, wenn man das abstellen könnte in den Optionen. Geht das? Ich empfange etwas. In der Tat, das ist sehr schön. So, schauen wir doch mal, was du empfängst. So, halt, hier ist es. Sonde unterwegs. Ein großes Mineralienvorkommen. Yay, Beryllium, ein perfektes Metall für leichte Bauteile mit zahlreichen Anwendungen. Dieses Vorkommen ist leicht zu erreichen. Her damit! 131 Einheiten nehme ich mit. Damit hätten wir diesen Planeten schon abgearbeitet. Auf zum nächsten. So, sind wir schon da. Das ging schnell. Hier gibt es nichts, wie es aussieht. Okay. Dann wieder weg. Ich weiß, das ist jetzt nicht allzu spannend, aber gehört mit dazu, finde ich. Irgendwo. Und da es jetzt nicht allzu zeitraubend ist, können wir das wirklich auch einfach im Let's Play jetzt komplett mitmachen. Ja, aber irgendwo müsste dann auch mal was drauf sein auf dem Planeten. Okay, schauen wir einfach mal so hier. Siehst du mal, ich dachte mir das gerade schon. Das leuchtete so dort. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ein Asteroid. Hui, ganz viele Felsen. Dieser Asteroid ist reich an Eisen und Nickel. Sein Staub weist dieselbe Kontamination durch die Geißel auf, von der auch EOS betroffen ist. Her damit.
98 Einheiten Eisen. Das Nickel lassen wir liegen, wie es aussieht. So, mehr gibt's hier jetzt auch nicht. Das heißt, auf den letzten beiden Planeten sollte sich jeweils noch was finden lassen, oder? Gucken wir mal. Hier ist auch gar nichts. Okay. Schön. Schön, schön. Das läuft ja super. So, und H246. Da hat es nicht mal mehr für den Namen gereicht. Aber vielleicht dafür für irgendwelche scannbaren Sachen. Das wäre ja sehr schön. Anomalie auf den Sensoren. Sehr gut. So will ich das hören. Sonde unterwegs. Satellit entdeckt. Okay, ein Satellit. Ein wissenschaftlicher Überwachungssatellit, der von den ersten Forschern auf Eos gestartet wurde. Obwohl seine Mission nach dem Scheitern der ursprünglichen Besiedlung von Eos abgebrochen wurde, konnte er wertvolle Daten über H276 sammeln. Die nehmen wir. 50 Milchstraße Forschungsdaten. Sehr schön. Was ist das denn eigentlich? Ist für die Initiative trotz seiner Abgelegenheit und Kälte von Interesse seine dichte Chloratmosphäre? Okay, enthält Spuren von Phosgengas, was auf primitives chlorbasiertes Leben hindeuten könnte. Bislang wurden jedoch noch keine eingehenderen Untersuchungen durchgeführt. Mhm, interessant. Phosgen ist übrigens keine phosphorführende Verbindung, ne? Das ist übrigens eine sehr schöne Fangfrage für mündliche Prüfungen in Chemie, organische Chemie. Wenn der organische Chemie-Professor fragt, welche Oxidationsstufe hat Phosphor in Phosgen, dann ist die Zeit gekommen, dass man sich als Student gut blamieren kann, wenn man keine Ahnung hat. So, okay, das System ist abgearbeitet. Damit können wir nach hier unten mal gehen. Oh, Sony Ericsson. Na klar, gehen wir hin. Hatte ich mal lange Zeit. Bis ich mir dann BlackBerry zugelegt habe. Ich brauche immer eine physische Tastatur dran an meinen Handys, deswegen musste ich jahrelang warten, bis ich mir dann das... Die menschliche Arche also zum ersten Mal in Helios eingeflogen. Na klar doch. Das rüttelt wirklich jeden wach. Nee, musste ich jahrelang warten, bis ich mir ein neues Handy zulegen konnte, weil es einfach keine gab, die eine physische Tastatur hatten. So, hier sind wir also angekommen. Ach, Habitat 7, siehst du mal, das ist hier Ericsson. Na, dann gucken wir uns doch erstmal Habitat 7 an. Da kann man doch bestimmt irgendwas erkunden. Vielleicht sogar landen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Anomalie auf den Sensoren. Na, aber natürlich. So. Schicke Sonde aus. Satellit entdeckt. Auch hier gibt es natürlich einen Forschungssatelliten. Ein Standardüberwachungssatellit. Seine Registrierung zeigt, dass er unabsichtlich gestartet wurde, als die Hyperion mit der Geißel kollidierte. Okay. Auch da nehmen wir die Forschungsdaten natürlich gern mit. Das kann nicht schaden. So, sonst gibt es ja aber nichts weiter, oder? Nö. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass Habitat 7 noch ein bisschen mehr Interesse weckt bei den Leuten, weil es ja doch jetzt auch potenziell verändert werden könnte, beziehungsweise verändert wurde. Wir haben es ja verändert. Also die Lebensfähigkeit könnte dort ja auch gegeben sein. Aber gut, wenn ihr meint, dass wir da nicht hin müssen, dann gehen wir da nicht hin. Ich suche dann mal weiter nach irgendwelchen Anomalien. Das sieht nach einem Asteroideneinschlag aus. Sonde gestartet. Wir haben einen Krater. Nein, in der Tat. Ein Krater, der durch den Einschlag schwerer Trümmer entstand, die möglicherweise aus der Geißel stammten. Der Meteorit enthält noch immer wertvolle Ressourcen. 270 EP, sie haben unbenutzte Fähigkeitenpunkte. Okay, ja, das können wir ein andermal machen. Die setzen wir dann ein, wenn wir mal wieder ins Menü schauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal weiter, solange wir hier noch Helluland, okay, solange wir hier noch im Weltraum rumflattern. Helluland sieht ungesund aus. Sieht sehr, sehr ungesund aus. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Helluland ist nach der ersten Landung des menschlichen Entdeckers Leif Erikson benannt. Daher auch der Name des Systems, okay. Seine Kruste besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Schwefelvorkommen, die durch vulkanische Aktivitäten in die Oberfläche gebracht werden. Okay. Also Aluoxid, echt jetzt? Interessant. Sonde unterwegs. Warum nicht? Orte ein großes Mineralienvorkommen.
Alu, ein wertvolles Leichtmetall. Dieses Vorkommen liegt nahe an der Oberfläche und ist relativ leicht abzubauen. Ich denke, die ganze Oberfläche besteht aus Alu. Was dann wahrscheinlicherweise, wenn ein bisschen Sauerstoff da ist, auch zu Aluoxid oxidiert wurde. Weil Alu ist einfach... Wenn, gerade wenn das vulkanisch rausgeballert wurde, da hast du garantiert, kein metallisches Aluminium. Dann ist das definitiv oxidiert. So, schauen wir uns mal weiter um. Ist ja auch Wurst. Einer bleibt noch. Markland. Wir überspringen wieder. Und schauen uns auch Markland noch an. Doch da gibt es nichts. Ja, wir haben 100% in Ericsson. Das heißt, auch dieses System ist soweit abgeschlossen. Pfeiffer bleibt noch. Und dann natürlich Onaun, in dem es dann auch tatsächlich weitergeht für uns. Erstmal schnell Pfeiffer noch. So weit sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor... Naja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Bei Pfeiffer muss ich irgendwie an die Feuerzangenbowle denken. Ich weiß gar nicht, wieso. Pfeiffer mit einem F oder mit zwei? Mit drei F. Eins vorne und zwei in der Mitte. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. So, gehen wir mal wieder ein bisschen Asteroiden farmen. Okay. Was haben wir denn da? Die ungewöhnliche Mineralienzusammensetzung dieses Asteroiden deutet darauf hin, dass er nicht aus dem Pfeiffer-System stammt und von der Gravitation der Sonne eingefangen wurde. Alu für uns? Ein Alu-Meteorit. Okay, Asteroid. Was ist das jetzt? Asteroid? Ich blicke da immer nicht durch. Ich kann ihn nicht unterscheiden. Ich glaube, Asteroiden waren die aus Feuer, aus Eis und Steinen, ne? Was ist das hier eigentlich? Warum ist das... Okay, ein schwarzes Loch. Ich glaube, das Pfeiffer-System wird es nicht mehr so lange geben, oder? Korvat. Unser nächstes Ziel. Und hier gibt es genau nichts. Okay, dann weiter mit H480. In die Nähe der nicht allzu hell scheinenden Sonne. Oh, hier sieht es doch ein bisschen huschlicher aus, ein bisschen gemütlicher. Aber auch hier gibt es gar nichts. Gefährliche Gewitterstürme und eine hohe Gravitation. Sogar für gut ausgerüstete Krogane ist der Planet unbewohnbar. Na sowas. Ich hätte jetzt gedacht, dass er ganz nett aussieht. Aber okay, wenn ihr das sagt. Krogane sind halt auch Muschis irgendwie. So, schauen wir doch mal. Raya hat auch gar nichts für uns. Oder Reye? Ich habe keine Ahnung. So, H461. Vielleicht sieht es da besser aus. Irgendwann könnte sich ja dann doch mal was tun. Auch hier nichts, okay. Aus Eisen und gefrorenem Stickstoff. Gefrorener Stickstoff, echt jetzt? Wow. Der muss kalt sein. Krass. Der muss ja verflucht abgekühlt sein. Also es sind wirklich keine Stickstoff mehr, keine flüssigen Stickstoffmeere mehr. Aber die waren es vermutlich mal, ja. Ist von auszugehen, als die Sonne vielleicht kräftiger war. Ich weiß gar nicht, was der Schmelzpunkt von Stickstoff ist. Also der Siedepunkt liegt bei minus 196 Grad. Ich vermute mal, der Schmelzpunkt wird nahe beim Nullpunkt sein. So, weiter geht's. Oh, hier sieht's hübsch aus. Aber auch eisig. Extreme Radioaktivität und starke Winde. Ein unwahrscheinlicher Kandidat für Bergbau, wo er über große Metallvorkommen verfügt. Vielleicht später einmal. Na dann, merken wir uns für die Zukunft vor und schauen uns noch das schwarze Loch an, das dann offenbar die letzten 15% hier abdeckt. War jetzt nicht so ertragreich hier, das System. Yay. Bitte nicht zu nah ranfliegen. Das wäre sehr schön.
Selbst aus dieser Distanz stellt das Schwarze Loch eine Gefahr für die Bordsysteme von Schiffen dar. Seine Akkretionsscheibe setzt sich aus den Überresten von mindestens einem Sonnensystem zusammen, das durch die Entstehung des Schwarzen Loches und seiner Gravitation zerstört wurde. Zur Vorsicht wird geraten. Okay, aber auch nichts für uns zum Scannen oder Sammeln. Dann verziehen wir uns mal, bevor wir Teil der Akkretionsscheibe werden. Das muss ja nicht sein. Und damit können wir uns dann jetzt zum Unauen-System aufmachen, denn ansonsten haben wir nichts mehr. Okay. Auf nach Aya! Und den anderen Planeten im Unauen-System. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Reichen What? Sam, kannst du uns helfen? Steht bevor. Voller Halt, jetzt! Ein Catschiff? Nein, mehr! Oh, okay. Das ist eine Catch-Station, wie es aussieht. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück! Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Tja, oh, ich stelle gerade fest, ich habe meinen Controller mal wieder an. Einen kurzen Moment, bitte. So, weiter geht's. Okay, ich musste bloß kurz meinen Controller wieder abtrennen, weil ich sonst hier immer Probleme mit der Auswahl habe. Ich würde sagen, wir machen einfach mal okay, weil der hat sowieso die bessere Verhandlungslage und am Ende müssen wir sowieso antworten, nicht wahr? Ich bin Ryder, Captain dieses Schiffs und Pathfinder der Initiative. Ihr kommt mit mir. Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Okay. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Durch die Geißel! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello! Ja! Das war knapp. Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Tja, jetzt heißt es nur noch voran. Wir werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov, Jagalesto. Und ich glaube, wir treffen eine neuere Rasse, oder? Ich glaube nicht, dass das Cats sind.
Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Wir haben einen Nav-Punkt. Dann mal los. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Das sieht cool aus. Ich bin echt gespannt. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Genau das war unser Ziel. Neue Welten, neue Aliens. Wünschen Sie mir Glück.